Bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung handelt es sich um eine Lieferung einer Ware von einem EU-Staat in den anderen, für die der Verkäufer eine Steuerbefreiung erhalten kann. Die Frage, die sich hier dem Unternehmer oft stellt, ist, wie festgestellt werden kann, ob an den Käufer eine Brutto- oder eine Nettorechnung geschickt werden soll. Um steuerfrei liefern zu können, also eine Nettorechnung auszustellen, müssen dafür einige Voraussetzungen erfüllt werden. So muss der Käufer im Zielland der Erwerbsteuer unterliegen und ein Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung bestehen. Zusätzlich darf nur an ein Unternehmen, das in einem anderen EU-Staat umsatzsteuerlich registriert ist, geliefert werden. Um das Ganze zu veranschaulichen, nehmen wir an, dass eine deutsche Firma von einer tschechischen Firma den Auftrag erhält, an einen Spediteur in Dresden zu liefern. Von diesem soll einige Zeit später die Ware als Sammelladung nach Tschechien an den Endkunden verfrachtet werden. Beide Unternehmen sind umsatzsteuerlich registriert und liegen in unterschiedlichen EU-Ländern. Dennoch liegt keine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung vor, da die verkaufte Ware zu lange in demselben EU-Staat verweilt. Die Ware muss also schnellstmöglich in das Zielland verfrachtet werden und darf nicht zu lange im Ausgangsland verweilen. Wäre das Produkt zum Beispiel zuerst in Österreich zwischengelagert worden, wäre die Lieferung steuerfrei. Um zu überprüfen, ob die Lieferungen im Zielland korrekt versteuert wurden, muss der liefernde Unternehmer seinem Finanzamt monatlich Angaben, an welche anderen Unternehmer er liefert, sowie über den Umfang der innergemeinschaftlichen Lieferung machen. Dieser Prozess wird als zusammenfassende Meldung bezeichnet.